Hi, hier ist deine PTI Love Week am 8. September. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde verlängert, und zwar bis zum 24. November. Die bestehenden Regeln wie ein Testangebot für Angestellte in Präsenz gelten weiter. Hinzu kommt, dass ChefInnen Angestellte über das Virus aufklären und eine Impfung während der Arbeitszeit ermöglichen sollen. Apropos Impfstoff. Apotheken können ab dem 1. Oktober Impfzentren, mobile Teams und Krankenhäuser beliefern. Die Verordnung wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht und schon muss nachgebessert werden. Konkret geht es um das Apothekenhonorar. Welcher Impfstoff wirkt am besten? Eine Studie hat Comirnaty und Spikevax gegenübergestellt. Dabei hat der Moderna-Impfstoff in Sachen Wirksamkeit offenbar die Nase vorn. Ab dem 1. November soll das Testhonorar um 2 Euro steigen. So soll das niederschwellige Angebot für vulnerable Gruppen erhalten bleiben. Denn ab dem 11. Oktober ist Schluss mit den kostenlosen Bürgertests für alle. Gründe für die Unzufriedenheit in der Apotheke gibt es genug. Das ist nicht nur für die Stimmung ein Problem, sondern auch für das Gedächtnis. Denn, wie eine Studie zeigt, haben unzufriedene Angestellte ein höheres Demenzrisiko. Die Diskussion um eine stundenweise Vertretungsbefugnis für PTA geht in die nächste Runde. Die Apothekengewerkschaft Adexa will den Vorschlag von allen Seiten beleuchten und Fragen zu Haftung, Vergütung, Dauer der Vertretung und Voraussetzungen klären. Auch heute dürfen zwei alte Bekannte nicht fehlen. Aarane N und Allergospasmin N sind wieder lieferbar, wenn auch noch nicht vollumfänglich. Das Beste kommt zum Schluss. Wir haben ein neues Quiz für dich. Teste dein Wirkstoffwissen und sichere dir deine Gewinnchance auf einen Shopping-Gutschein. Tschüss, bis nächste Woche!